Endlich ist es soweit. Die große Umfrage zu The Sims 4 Staffel 5 Vampire Hunters. Ich habe 3 Sims erstellt und ihr durftet Namen für sie auswählen und schon mal ein paar Charaktereigenschaften festsetzen. Mit diesen Namen und mit diesen Charaktereigenschaften könnt ihr nun Geschichten für die Vampire Hunters bauen und im nächsten Video dann abstimmen, welcher Vampire Hunter bei uns im Let's Play landen wird. Oder welche? Stella. So arrogant sie auch wirken mag, so leidenschaftlich ist sie. Sie ist eine sehr taffe Persönlichkeit, eine sehr starke Persönlichkeit und sehr vereinnahmend. Stark, taff, leicht arrogant und auch ein kleines bisschen überheblich. Bei Geralt Schelling konntet ihr euch alle nicht wirklich einigen, was ihr haben wollt. Am liebsten beides. Und warum denn nicht beides? Warum trägt er wohl ab und zu einen geschäftlichen Anzug? Hat er vielleicht eine Firma, die Holz verkauft? Aber er lebt im Wald und er ist etwas, ja, grobber und rüder und aggressiver, aber auch durchaus kontrolliert. Interessante Geschichte. Macht was draus. Victor Adamas ist kalt, ist schlau, ist schnell, intelligent, smart, aber so gar nicht der Menschenfreund. Er wirkt immer etwas abweisend und still und logisch. Aber wenn es um seine Natur und seine Edelsteine geht, dann ist er sehr leidenschaftlich bei der Sache. Das sind sie also, unsere 3 Vampirjäger. Nun, mehr Informationen als das, was ich euch gerade erzählt habe, braucht ihr nicht, um eine Geschichte zu ihnen zu spinnen. Ihr sucht euch euren Lieblingssim heraus oder könnt auch meinetwegen zu allen eine Geschichte schreiben und schickt mir in den Kommentaren eine kurze Episode aus ihrem Leben. Und zwar hätte ich gerne 3 Schlüsselerlebnisse. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr nehmen wollt, ob Kindheit, Teenageralter oder Gegenwart oder fast Gegenwart, also nahe Vergangenheit, gerade als jetzt die Vampir-Thematik nochmal aufkam, könnt ihr aussuchen, ob ihr eins der 3 Schlüsselerlebnisse nehmen wollt oder ihr könnt auch zu allen 3 etwas schreiben. Das überlasse ich euch. Ich werde euch gleich noch ein kleines Beispiel geben, wie ihr das machen könnt, aber erst nochmal der gute Ratschlag zum Thema Geschichtsschreibung. Es ist nicht sonderlich spannend, wenn wieder die Eltern dramatisch ums Leben gekommen sind, die Eltern brutale Monster sind, 1000 dramatische Dinge in seinem Leben passiert sind, seine Schwester hat ihn mit seinem Hund betrogen, während bla bla bla. Ihr versteht schon, dieses ganze überdramatische, selbstmitleidige, melodramatische Opfergehabe, das ist eine Geschichte, das mag einem selber in dem Moment voll viel Spaß machen, aber der Leser wird sich denken, bäh. Kleiner Ratschlag, wenn ihr ein Drama machen wollt, haltet es klein und realistisch und menschlich, aber eine gute Geschichte muss nicht immer ein Drama sein. Versteht ihr? Gut, ansonsten ein paar Tipps dazu. Ich meine, Vampirjäger, ist das eine lange Tradition? Ist es fanatischer Vampirhass? Ist es eine kühle, berechnende Aufgabe? Oder ist das was Leidenschaftliches? Geschah es durch Zufall? Kopfgeldjäger, ja, nein. Oder steckt dahinter halt überhaupt ein Drama oder nicht? Ich meine, vielleicht geht es ja auch letzten Endes nur ums Geld. Nun, wie ihr so eine kleine Geschichte aufbauen könnt, zeige ich euch jetzt hier. Das kann ziemlich zusammenhanglos erstmal sein. Einfach eine Geschichte, eine kleine Sequenz, ein kleines Gespräch, aus dem ich dann etwas basteln kann, weil ich bastel dann ein Kindheitsgespräch, ein Teenagergespräch und ein Gegenwartsgespräch zusammen und mache daraus die Hintergrundgeschichte des Charakters. Und sowas Einfaches wie das hier gibt schon mal ganz schön viel Stoff. Schon wieder schreit die Kleine die ganze Nacht. Es ist, als würden die Wände ihres Kinderzimmers ihr Angst machen. Genervt versuche ich es mit dem 3. Kinderlied. Doch selbst mir wird zunehmend mulmiger zumute, wenn mein schiefer Gesang an den kahlen Wänden des Kinderzimmers abprallt. Irgendetwas stimmt mit diesem Haus nicht und mit diesem Kind. Weder die Zeit noch meine Laune erlauben es mir, dem auf den Grund zu gehen. Wir müssen endlich hier ausziehen. Liebling, es fängt schon wieder an, was sollen wir tun? Es reicht, wir fliehen. Einfach fort von hier! Genau das hier ist eine Schlüsselsequenz aus der Kindheit. Es geht hier wohl offensichtlich um Stella und darum, wie sie in ihrem Geburtshaus auf etwas reagiert, was dort ist. Spürt sie Vampire? Wird sie vielleicht von Vampiren heimgesucht? Ist sie vielleicht selbst ein Vampir? Das könnte man jetzt noch ein bisschen weiterschreiben oder noch ein paar kleine Hinweise einbauen, aber haltet es genauso schlicht? Im Idealfall, sodass viel Interpretationsfreiraum noch entsteht, damit man diese Geschichten miteinander gut verknüpfen kann. Eben eine Kindheitsgeschichte, eine Teenagergeschichte und eine Gegenwartsgeschichte. Und dann können wir zusammen als Sims
ziemlich interessantes Roleplay aufbauen. Wo ihr das Ganze macht, ist euch überlassen. Ihr könnt es in die YouTube-Kommentare schreiben. Ihr könnt ganz gerne das auf irgendeiner Fanfiction-Seite hochladen, auf Twitter mir irgendeinen Tumblr-Link schicken oder das Ganze auf Instagram machen. Der offizielle Hashtag für all diese Plattformen lautet NotAVampireHunter. Ja, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter, Tumblr oder sonst irgendwas müsst ihr diesen Hashtag benutzen, damit ich es auch überhaupt finden kann. Und wenn ihr halt eine externe Seite benutzt wie fanfiction.de oder sonst was, müsst ihr mir das auf Twitter schicken, sonst ist es natürlich schwierig für mich, das zu finden. Ihr könnt auch ganz gerne Charaktere aus eurer Geschichte gestalten. Sprich, wenn ihr Charaktere vor Augen habt, ihr könnt dann sagen, ja, ich gehe jetzt den Creator Sim, ich mach den einfach mal. Ist, keine Ahnung, es geht um den Opa von Geralt, dann gestaltet den. Und auch da benutzt ihr den Hashtag NotAVampireHunter. Ihr habt Zeit bis zum 22.07. Mitternacht, ja. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit, freue mich wahnsinnig darauf, was rumkommen wird und wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Tschüssi!